In einem Königreich weit hinter den hohen Bergen liegt der große Märchenwald rundum herum. Und dahinter, in den tiefen Schluchten und dunklen Höhlen, leben kleine, flinke Zwerge. Aber das sind nicht die guten Zwerglein, zu denen Schneewittchen gekommen ist. Nein, nein, die Zwerge im Märchenwald rundum herum sind gar nicht gut und brav. Sie suchen Gold, Perlen und Edelsteine. Die schleppen sie in ihre Höhlen. Immer mehr und immer mehr. Und sie bekommen nie genug davon. Der Zwerg mit dem langen roten Bart, das ist der schlimmste von allen. Den ganzen Tag läuft er im Walde hin und her und schaut, ob nicht irgendwo im Grase ein Wandersmann schläft, der einen Taler oder einen glitzernden Ring oder sonst etwas Glänzendes bei sich hat. Eines Tages schlich er sich sogar aus dem Märchenwald hinaus. Er wusste, dass ganz in der Nähe auf einem hohen Berge ein schönes Schloss stand und dachte sich, gewiss hat der König, der in dem großen, stolzen Schlosse wohnt, eine ganze Truhe voller Perlen, Gold und Edelsteine. Die will ich mir holen. Na, schon was getroffen heute? Wollen wir sehen, na los. Schieß mal los. Will mal sehen, was ihr könnt. So was haben wir hier im Schloss. Das sollten mal die beiden Prinzen sehen. Zittert, wenn er eine Armbrust in der Hand hält. Zittert. Halt sie nur gut fest, sonst fliegt sie dir davon. Sag ihm mal die Armbrust her. Ich werde dir mal zeigen, wie wir das machen. Ist den Pfeil ja ganz falsch eingelegt worden. Jetzt pass mal auf, jetzt werde ich... Das kann passieren, das ist dem größten Meisterschützen aber schon passiert. Ja, jetzt passt mal auf. Ohne Pfeil. Was ist denn los? Hier. Na ja, das kann schon mal vorkommen. So, meine Herren, und nun will ich euch mal zeigen, was ich unter Treffen verstehe. Na was denn, was gibt's denn da zu lachen? Was ist denn los? Natürlich, wenn die Armbrust nichts taugt. Jetzt werde ich mal meine Armbrust holen und euch mal zeigen, wie geschossen wird. Da werdet ihr aber Augen machen, meine Herren. Den werde ich zeigen. Wagen es mich auszulachen, diese frechen Burschen. Oh, oh, hey. Was ist denn mit dem Schmuck? Was ist das? Oh, Mörder, lass mich am Leben, mein Hals, mein Kopf. Oh, mein armer Kopf. Prinz Riddersporn, Prinz Goldhaar, Diebe, Mörder. Wo ist er denn? Da ist er.
Bleib stehen! Du Weiber! Du kleiner Wichtig! Ich schieß dich auf! Verriss dich doch! Wache! Oh mein Gott! Halte den fest, sag ich! Hören wir mich denn nicht, ihr Schlafmützen! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Endlich, Prinz Rittersporn! Ein Räuber! Ein böser Zwerg! Ein Räuber! Der hat unseren ganzen Schatz, den hat er geraubt! Was? Geraubt! Was sagst du? Das ist ja, nicht möglich. Ich hab ihn in der Schatzkammer! Da hab ich ihn erwischt! Da auch! Oh, also das mein Gott! Ich. Mein Gott! Ah, da läuft er! Da, ja, los! Jetzt! Da, die Pferde sind schon gesattelt. Wir reiten hinterher. Ich muss auf mich, wartet auf mich! Ich sehe ihn, da drüben, er läuft zum Bach! Die Tore auf! Oh, fest, fest, halte mich, fest! Ah! Diese Hitze, diese Eile ist ja fürchterlich. Was soll denn das? Der Kopf ist ja hinten. Pass doch gefälligst auf. Ja, ich kann ja nichts mehr sehen. Wo ist denn das Pferd? Da, los, schnell! Die Hellebarde, meine Waffen! Ja, los, schneller! Vorwärts! Schneller! Hopp! Komm, beeil dich, Kickebein! Wir müssen den Zwerg sofort erwischen. Ja, sonst kriecht er in seine Höhle und wir finden ihn nie wieder. Aber Knickebein, beeil dich doch! Nun steig doch schon ab! Ja. Moment, ich kann ja nicht schneller. Sohn. Ich will mir noch den Hals brechen bei diesem gefährlichen Leben. So. Wo ist der Zwerg? Da läuft er. Auf, los, ihm nach! Bleib stehen, du Wicht! Ja. Ach, wo ist er denn nur geblieben? Ist das furchtbar? Dieser Wald. Oh. Ja. Da ist er, da! Wo ist er? Kommt! Ja, ich komme. Ja, da ist er, da! Hier war er doch eben. Ja. Sucht mich doch, hier bin ich. Habt ihr gehört? Fangt mich doch. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Nicht! Fangt mich doch! Sucht mich! Dort unten! Los, ihm nach! Jetzt ist er weg. Ich gehe da hinunter, ihr lauft nach der anderen Seite. Ja, komm, Knickebein. Wir schneiden ihm den Weg ab. Cut!
Knoblauch! Hier bin ich doch! Jetzt habe ich dich endlich. Komm mal runter, du Dieb! Du willst wohl deinen Schatz wieder zurück, hä? Dich werde ich schon kriegen, du Wicht, du Räuber! In das dicke Felsgestein schließe ich Gold und Silber ein. Goldhaar, Goldhaar, auf der Stelle schlüpfe in ein Bärenfell! Ein schöner Bär bist du geworden, Prinz Goldhaar. Wie gefällst du dir? Bist du? Lass mich. Noch ein Bär. Wo kommen denn die Bären alle her? Hilfe! Er verfolgt mich. Oh je. Er ist immer noch hinter mir her. Er will mich auffressen. Ich weiß es ganz genau. Wenn ich nur schneller laufen könnte. Jetzt ist es aus. Lass mich am Mit Leben! Steh doch auf! Der Barmen. Ich bin's doch! Was hast du denn? Ich dachte, es wäre der Bär. Der Bär? Bleib hier, du Hasenfuß! Was für ein Bär? Ein riesiger Bär! So groß wie unser Schlossturm! So groß! Was? Ach, ich habe keinen Bären gesehen. Doch. Wo ist eigentlich Prinz Goldhaar? Prinz Goldbär, Prinz Bärengold, der Prinz, der muss da drüben sein. Prinz Goldhaar! Da gehen wir. Richter. Wir müssen Prinz Goldhaar finden. Ja, wir Los! Prinz Goldhaar! Prinz Goldhaar! Wo mag er bloß geblieben sein? Goldhaar! Goldhaar! Komm! Prinz Goldhaar! Goldhaar! Wo kann er nur sein? Das verstehe ich nicht. Ein Bär. Gib Obacht.
Zwei Bären. Nein, Knickebein, es ist doch kein Bär. Ihr werdet sehen, es sind bestimmt Bären. Ich weiß doch, wie ein Bär aussieht. Ich habe sie doch schon gejagt. Sie fressen Menschen auf. Hier. Wo ist... Ah, da. Los, komm. Ja. Komm mit. Vorsicht. Achtung, langsam. Nun, ihr Mädchen, was macht ihr denn hier? Oh, wir sammeln Pilze. Hier. Das sind ja gar keine Bären. Knickebein hat euch nämlich für Bären gehalten. Ich bin Prinz Rittersporn. Ein richtiger Prinz. Ich heiße Schneeweißchen. Und ich bin Rosenrot. Und ich bin ein edler Ritter. Bin der Ritter Knockesperren, Knickesporn, Knickebein, der berühmte Bärentöter. Oh. Ja. Schneeweißchen und Rosenrot, habt ihr meinen Bruder nicht gesehen, Prinz Goldhaar? Nein, wir haben niemanden gesehen. Er ist vielleicht davongelaufen vor den Bären. Ach, der fürchtet den Bären doch nicht. Vielleicht ist er ins Schloss zurück. Wer weiß. Schneeweißchen und Rosenrot, könnt ihr uns sagen, wo es hier zum Schloss geht? Ja, kommt nur mit uns. Wir zeigen euch den Weg. Wir kennen uns im Wald gut aus. Darf ich dir dein Körbchen tragen? Bitte. Oh, darf ich dir auch das Körbchen tragen? Aber lass es nur nicht fallen. Oh, wo werde ich denn? Ja. Dort geht der Weg weiter. Oh, die schönen Blumen! Jetzt habt ihr es doch fallen lassen, Ritter Knickebein. Ey, meine Hände! Meine schönen Pilze! Wie mir sowas passieren konnte. Seid nur froh, dass euch die Frösche nicht gebissen haben. Oder gar eine Schlange. So. Kommt, hier geht's weiter. Ja. Hier, den Bach entlang, kommt ihr auf dem Weg zum Schloss. Ach ja, bleibt ihr noch länger im Wald? Ja, wir haben unsere Körbchen doch noch gar nicht voll gesammelt. Habt ihr denn gar keine Angst? So ganz allein in diesem Wald? Wir haben keine Angst. Wenn euch aber ein Bär begegnet. Aber, wir haben nämlich eben einen Bären gesehen. Wir kennen alle Tiere im Wald. Und vor einem Bären haben wir auch keine Angst. So. Vielleicht sehen wir uns später wieder einmal. Wir sind jeden Tag im Wald. Lebt wohl, Rosenrot. Lebt wohl. Lebt wohl, Schneeweißchen. Lebt wohl. Lebt wohl, ihr beiden. Augenblick! Hopp. Vielleicht treffen wir ihn wieder einmal. Ein richtiger Prinz. Ja, ein Königssohn. Komm. Ich ging durch einen grasgrünen Wald und hörte die Vögelein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vögelein in dem Wald, die hört ich so gerne wohl singen. Da schau mal, unsere Hirsche. Komm her. Na komm doch. Hier, mein Kleines. Für dich haben wir auch was mitgebracht. Komm her. Du kriegst auch noch was. Wir haben Hunger. Hab doch keine Angst. So ist brav. So, jetzt ist aber genug. Schau doch. Thank you.
Schau dort. Unsere Pilze sammeln. Ja. Hilfe! Zu Hilfe! Hört mich denn niemand? Verwünschter Baum, lasst mich los! Au, mein Bart! Au, 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 au! Hilfe! Hilfe! Horch mal! Hilft mir denn niemand? Da ruft jemand um Hilfe. Hilfe! Vielleicht der andere Prinz. Welcher Prinz? Na, den die beiden gesucht haben. Ach ja, komm! Hilfe! Baum, lass mich Nein, raus. Das mein ist Bart, aber nicht der Prinz. Bart. Schauen wir mal. Verwünschter Baum, lass mich doch endlich los. Was wollt ihr denn hier? Ungezogene Fratzen, dummes Gelache. Was hast du denn gemacht, kleines Mädchen? Dumme Gans, den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Aber der Keil fuhr heraus und zwar so geschwind, dass ich meinen schönen roten Bart nicht mehr rausziehen konnte. Da lachen die Milchgesichter. Pfui, seid ihr garstig. Steht doch nicht da und haltet Maul auf dem Pfeil. Helft mir doch! Au, au, ihr Schafsköpfe, reißt doch nicht so mein Bart, ihr reißt mir ja den Kopf ab. Rosenrot, lauf schnell und hol den Prinzen und den Ritter zu Hilfe. Wahnsinnige Schafsköpfe, wer wird gleich andere Leute herbeiholen? Ihr seid mir schon um zwei zu viel. Fällt euch nichts Besseres ein? Sei doch nicht so ungeduldig, ich helfe dir ja Was schon. Was macht ihr denn? Ihr könnt mir doch nicht mehr den schönen Bart abschneiden. Au, au. Ungehobeltes Volk, schneidet mir einfach ein Stück von meinem stolzen Bart ab. Lohnt euch der Kuckuck, lasst euch hier nicht mehr sehen. Schaut, dass ihr wegkommt! So ein garstiger Wicht. Und so undankbar. Dabei wollten wir ihm doch nur helfen. Und zum Dank dafür beschimpft er uns. Komm. Du, Schneeweißchen, die Mutter hat uns doch eine Geschichte von den bösen Zwergen vorgelesen. Das war bestimmt so ein böser Zwerg. Ja, sicher. Die Mutter wird staunen, wenn sie hört, dass wir einen Zwerg gesehen haben. Einen Prinzen. Komm, wir gehen nach Hause und erzählen ihr alles. Ja, das tun wir. Das ist das Häuschen, in dem Schneeweißchen und Rosenrot mit ihrer Mutter leben. Es steht weit ab, am Rande des Märchenwaldes rundum herum. Schneeweißchen hat ein Täubchen und Rosenrot ein Lämmchen. Und jede hat ihr eigenes Rosenbäumchen. Das Bäumchen mit den weißen Rosen gehört Schneeweißchen und das mit den roten gehört Rosenrot. Ja, ihr kommt ja so spät. Mutter, wir haben einen bösen Zwerg gesehen. Halt, eine nach der anderen. Also, was ist? Mutter, wir haben einen richtigen Prinzen gesehen. Der sucht im Wald seinen Bruder. Und einen bösen Zwerg. Ja. Mit einem so langen Bart. Und der war in einen Baumstamm eingeklemmt. Er konnte nicht heraus. Wer, der Zwerg? Nein, der Bart. Und er hat geschimpft, du glaubst es nicht. Also, was ihr heute alles erlebt habt, das müsst ihr mir nachher beim Essen ganz genau erzählen. Ja. Oh, die schönen Pilze. Die werde ich jetzt gleich kochen. Danke. Ich danke. Wir bleiben noch draußen im Garten. Ja, gut.
Na, mein Kleines, schmeckt's? Ja. So lebten Schneeweißchen und Rosenrot mit ihrer Mutter in dem kleinen Waldhaus. Die Blumen verblühten, der Sommer verging. Dann wurde es Herbst und der kalte Wind fegte die Blätter von den Bäumen. Als der Winter kam, da war das Häuschen ganz eingeschneit und alle Wege im Walde lagen voller Schnee und der Brunnen plätscherte nicht mehr. Jetzt blieben die beiden Mädchen am liebsten bei der Mutter im Stübchen. Und Lämmchen und Täubchen waren auch im Waldhaus. Ach, diese Kälte! Friert dich auch, Lämmchen? Hm? So, Mutter, jetzt lass mich mal spinnen und liest du uns eine Geschichte vor. Oh ja, Mutter. Von den Zwergen im Wald? Ja, aus dem großen Buch. Da, Mutter. Danke schön. Die bösen Zwerge stehlen Gold und Edelsteine und tragen sie in ihre Höhlen. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie unten in ihren Höhlen bleiben und können nicht heraufkommen. Aber im Sommer, wenn es warm wird und die Sonne die Erde auftaut, dann kriechen sie durch das Gestein. Sie steigen herauf und suchen... Es hat geklopft. Oh nein, das war der Wind. Die bösen Zwerge haben lange Bärte und können zaubern. Tatsächlich? Mach auf. Es wird ein Wanderer sein, der sich verirrt hat. Ein Bär! Ein Bär? Das ist doch nicht möglich. Guten Abend, Bär. Was willst du denn hier bei uns? Willst du zu uns in die Stube? Komm herein und wärme dich. Mutter, ich habe Angst. Ich fürchte mich. Kommt doch her. Der Bär tut euch nichts. Schneeweißchen bringt den Besen. Du bist ja ganz voll Schnee. Du frierst ja, du armer Bär. Nicht wahr? Dir ist kalt. So, komm an den Ofen. Da, Bär, leg dich vor das Feuer. Aber pass auf, dass dein Pelz nicht anbrennt. So brav. Hast du Hunger? Der Bär ist sicher müde. Vielleicht bleibt er bei uns. Ja, bleib bei uns. Geh nicht wieder fort, Bär. Du sollst es gut bei uns haben. So, Kinder, nun lasst ihn schlafen. Ihr müsst auch ins Bett. Es ist spät. Kommt. Ja, ja, Mutter. Gute Nacht, Bär. Schlaf gut. Gute Nacht, Täubchen. Gute Nacht, mein Lämmchen. Schlaf schön. Und der Bär blieb den ganzen Winter da und machte sich nützlich, wo er konnte. Nein, nicht so schnell, Bärli. Langsam. So. Und an den langen Winterabenden, wenn der Wind um das Haus brauste, vertrieb er Schneeweißchen und Rosenrot die Zeit. Ja, er konnte sogar tanzen. Thank you.
alles gewaschen. Schön. Bärli, die Klammern. Bärli. Komm, Bummel. Die Mutter und Schneeweißchen und Rosenrot gewöhnten sich an ihn und hatten ihn lieb. Und wenn Schneeweißchen und Rosenrot in den Wald gingen, um Reisig und Holz zu sammeln, dann half ihnen der Bär. Bärli, das sind die Jäger. Sie wollen unseren Bären fangen. Schnell nach Hause, sie dürfen mich nicht sehen. Ja, rasch nach Haus. Los, Bärli, schnell. Komm hierher. Bärli, rasch. Vorwärts, vorwärts, nur Mut. Ein Bär. Oh Gott, ich bin wirklich ein Bär. Ich bin schon da. Ich komme schon gleich zu den Waffen. Legt an, da kommt er schon. Schieß. Schieß doch schon. Wir haben ihn getroffen. Wir braten ihn am Spieß. Schnell, hinterher. Davon läuft er. Oh je. Komm, Knickebein. Ich komm ja schon. Ich hatte mich nur verlaufen. Da, dort drüben ist er. Ihr wartet hier. Ja, ich warte. Ach, du nicht, Knickebein. Los, komm. Oh. Los, komm. Ihr habt's gut. Ich muss kämpfen. Da, er ist in das Haus gelaufen. Komm, Knickebein. Die armen Leute. Weiter. Er frisst sie alle auf. Ich fürchte mich. Los doch. Schnell, Brummel, versteck dich. Sei ganz still. Sie kommen. Wo ist der Bär? Ein Bär? Wir haben keinen Bären gesehen. Wirklich? Nein. Aber er ist doch ins Haus gegangen. So? Hier ist keiner reingekommen. Mm-mm. Und was ist das? Prinz, das war der Mistin hier. Ihr dürft ihn nicht mitnehmen. Es ist unser Bär. Unser lieber Bär. Bitte tut ihm nichts. Er tut niemandem etwas. Er war den ganzen Winter bei uns. Er tut euch nichts, Prinz Rittersporn. Er hat euch gern. Ja, er hat euch gern. Er ist im Winter zu uns gekommen, da haben wir ihn auch. Da ist er. Aber Knickebein. Also passt gut auf euren Bären auf und lasst sie nicht mehr in den Wald laufen. Nein. Lebt wohl, Schneeweißchen. Lebt wohl. Lebt wohl, Rosenrot. Lebt wohl. Komm, Knickebein, wir gehen aufs Schloss. Prinz Rittersporn, halt, halt! Wo ist der Bär? Ich warte schon auf ihn. Ich spieß ihn auf. Ja, ich weiß. Du bist ein tapferer Ritter. Aber das ist doch ein zahmer Bär. Der tut dir nichts. Mein Prinz, ihr wisst, ich fürchte niemanden. Auch einen Bär nicht. Ich stehe euch wacker zur Seite. Ich bin ein tapferer Rittersmann. Mit diesem Speer hier kämpfe ich gegen alle Bären. Nicht wahr, mein Lieber? Hilfe! Der Bär, er frisst mich! Hilfe! Hilfe! Komm schon! Leb wohl! Leb wohl! Was hast du denn, lieber Bär? Warum bist du so traurig? Bist du krank? Was fehlt ihm nur? Da kommt die Mutter. Mutter! 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 Mutter!
Mutter, weißt du, wer hier war? Ein Rittersporn, er hat unseren Bären gejagt. Hier, in unserem Häuschen? Ja, er wollte ihn mitnehmen. Aber er hat ihn doch hier gelassen, weil wir so traurig waren. Und jetzt ist unser Bär krank. Er ist ganz verändert. Ach, wenn er doch nur sprechen könnte. Wir wollen mal nach ihm sehen, ja? Mhm. Wo ist denn unser guter Bär? Wo kann er denn nur sein? Hier ist er auch nicht. Er stand doch eben hier im Fenster. Dann ist er fortgelaufen. Oh, vielleicht ist er draußen im Garten. Kommt. Er ist fort. Unser Bär ist fortgelaufen. Rosenrot, komm, wir müssen ihn suchen. Er wird schon wiederkommen. Aber bleibt nicht zu lange im Wald. Er kann ja nicht so weit fortgelaufen sein. Der Bär wird schon wiederkommen. Bleibt nicht zu lange fort. Ja, wir sind gleich zurück. Bumme! Wo bist du? Warum ist er nur fortgelaufen? Er kommt bestimmt wieder. Glaub mir. Bär, wo bist du? Hörst du uns? Hier ist Schneeweißchen und Rosenrot. Komm zu uns. Wo bist du? Au, au, au! Ich verwünschter Kerl! Hörst du? Das ist sicher wieder so ein böser Zwerg. Vielleicht der mit dem roten Bart. Komm! Da! Ja! Au, au, mein Bart! Lass mich los, verwünschter Karren! Reißt mir meinen Bart ab! Au, 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 au! Na, du kleiner Wicht! Hast du deinen Bart schon wieder eingeklatscht? Ja. Ach, lass ihn! Steht doch nicht da und lacht! Helft ja, mir! Aber nicht wieder schimpfen! Habt ihr denn gar kein Mitleid? Helft mir doch! Ja, schnell, doch. Schnell! Au, au, oh, au! Dummes, faules, liederliches Pack weiß nichts Besseres zu tun, als mir schon wieder den Bart abzuschneiden! Rosenrot, da schau! Neugierige Fratzen, was geht euch der Sack an? Steht nicht so dumm herum, verschwindet! Lasst euch nicht wieder bei mir sehen! Weg mit euch fort! Weg, weg mit euch fort, fort, weg, weg, weg! Nichtsnutziges, liederliches, faules Pack! So ein undankbarer Gesell. Ich helfe ihm nicht mehr. Ich auch nicht. Und wenn er noch so schreit. Du, unser Bär, den hätten wir jetzt fast vergessen. Ja, komm, wir müssen weiter, sonst wird es dunkel. Mhm. Bär, lieber Bär, wo bist du? Komm zurück. Ich bin Schneeweißchen. Und Rosenrot. Komm. Ich mag nicht mehr weitergehen. Wir finden unseren Bären ja doch nicht mehr. Wein doch nicht. Vielleicht will der Bär lieber in den Wald zurück. Aber ich habe ihn doch so lieb. Und der Bär mag mich auch. Schau mal, Schneeweißchen. Wie nett. Ja, du Kleins. Schau, das Rehlein wäre auch ganz traurig, wenn es nicht mehr draußen herumspringen könnte. Ja. Weißt du, vielleicht will der Bär lieber frei sein und mit den anderen Tieren zusammenleben. All die anderen Tiere wollen doch auch nicht eingesperrt sein. Ja, geh nur. Und das Reh will auch lieber in Freiheit bleiben. Schau, der Fuchs. Meinst du, er will eingesperrt sein? Ja, du hast recht, Rosenrot. Komm. Da schau mal.
Aber dich darf ich doch streicheln, oder? Hab keine Angst. Ich lass dich schon wieder laufen. So. Da schau, im Wald. Komm, wir müssen nach Hause. Die Mutter wartet schon auf uns. Rosenrot, du wirst sehen, der Bär kommt bestimmt wieder. Das glaube ich auch. Weißt du, vielleicht ist er im Sommer lieber im Wald. Au, au, lass mich los! Zu Hilfe, zu Hilfe! Jetzt zieht er schon Hörst wieder! Du? Hör auf, hör auf! Du, das ist sicher wieder dieser garstige Zwerg. Lass los! Lass mich los, sag ich! Hörst du auf zu ziehen, du! Du verwünschter Fisch, du! Hörst du, wie er wieder schimpft? Oh, dieser Grobian! Willst du mich ersäufen? Lass mich doch los! Ich kann doch nicht Du, schwimmen. Rosenrot, ich glaube, wir sollten ihm doch helfen. Ich denke nicht daran. Weißt du noch, was er gesagt hat? Maulaffen hat er uns genannt. Dumme Hühner und Schafsköpfe. Ja, er schimpft immer so garstig. Ich helfe ihm nicht mehr. Ich bin doch kein Fisch, ich kann Rosenrot, wenn er aber wirklich in Not ist. Ach. Komm mit. Hört mich denn niemand? Hört mich denn niemand? Halt, halt, mein Bar! So lass doch endlich die Spur los, du elender Fisch! Willst du mich wirklich ersäufen? Du wirst mich ins Wasser reißen! Lass mich los! Lass mich doch los! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke! Ich sterbe! Ich sterbe! Au, 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 mein Bart, mein Bart! Du wirst mir doch mein Gesicht zerreißen, so hör doch endlich auf, mein Bart! Du zerreißt mir das Gesicht, hör auf, sag ich, hör auf! Au, au, zu Hilfe, ich ertrinke, zu Hilfe! Au, 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 so reißt du dich so auf, vorsichtig, vorsichtig, au, 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 oh, mein Bart, mein Bart, mein schöner Bart, mein schöner Bart! Ach, da seid ihr ja schon wieder, ihr dummen Gänse! Habe ich nicht gesagt, ich will euch nicht mehr sehen? Ist das eine Art, mir so das Gesicht zu zerfetzen? Grobes, lederliches Pack! Das letzte Stück von meinem Bart schneiden die dummen Hühner ab! Durchprügeln werde ich euch hier gerne! Der Bär, Prinz Goldhaar! Das ist doch unser Bär! Was hat der Zwerg gesagt? Prinz Goldhaar? Ja! Komm, wir laufen ihm nach! Deinen Schatz haben. Hol ihn doch. Hier, komm, komm, hier. Da ist er. Oh!
Wo ist er denn? Dort! Schneeweißchen, Rosenrot, kennt ihr mich denn nicht? Nein. Nein? Wo ist denn unser Bär? Der Bär, das war ich. Der böse Zwerg hatte mich verzaubert. Durch seinen Tod bin ich erlöst. Aber wer seid ihr? Ich bin Prinz Goldhaar. Ihr wart so gut zu mir, als ich ein Bär war. Prinz Goldhaar. Ein Königssohn. Der Bruder von Prinz Rittersport. Ja, ja. Komm, Knickebein. Da kommt euer Bruder, Prinz Rittersporn. Ja. Prinz Rittersporn. Prinz Rittersporn, hier sind wir. Da unten, Prinz Goldhaar. Komm, schnell. Er ist auf der Jagd. Oh. Ah. Ah, ja, ich komme. Ja. Goldhaar, mein Bruder. Rittersporn. Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht. Ja, ich habe allerhand erlebt. Ich war in einen Bären verwandelt. Nicht wahr, ihr beiden? Ja. In einen Bären? Du, ein Bär? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das ist wahr. Stimmt. Thank you.
Der Schatz. Oh. Oh. Ich hab den Schatz da. Ich habe den ganzen Winter im Hause der beiden Mädchen zugebracht. So? Und ihnen bei der Arbeit geholfen. Ja. Und im Frühjahr habe ich mich aufgemacht, um den Zwerg zu suchen. Ja, das ist wahr. Ja, bestimmt. Ja. Prinz Rittersporn! Prinz Goldhaar! Ach, diese Überraschung! Nein, sowas! Prinz Goldbär, Prinz Bärensporn! Ich dachte, ich würde euch nie mehr sehen! Stellt euch mal vor, ich habe unseren Schatz wiedergefunden! Unser Schatz ist wieder da, den der böse Zwerg uns gestohlen hat! Oh. Ich habe ihn eben gefunden! Gib sie mir! Mit der Knickebein! Yeah. Das gehört dir, Rosenrot. Ich danke euch, Prinz Rittersporn. Und das Schneeweißchen ist für dich. Ich danke euch, Prinz Goldhaar. Und jetzt kommt ihr beide mit auf unser Schloss. Ja, ja. Aber unsere Mutter, die Mutter. Prinz Rittersporn, wir wollen doch lieber bei unserer Mutter bleiben. Eure Mutter kommt mit? Natürlich. Ja? Dann gerne. Bitte? Ritter Knickebein, wir reiten schon voraus. Und du bringst den Schatz mit. Jawohl, sofort. Ritter Knickebein, wo bleibt ihr? Kommt! Ja, ja, sofort! Knickebein! Ja, ich komme ja schon!